Also auf der Disziplinebene, wenn man in die Literatur schaut, es gibt, glaube ich, keine Disziplin, der noch Inverted Classroom noch nicht eingesetzt wurde. Überall gibt es erfolgreiche Beispiele. Das heißt, auf Disziplinebene würde ich sagen, überall kann Inverted Classroom eingesetzt werden. Die Frage ist natürlich innerhalb einer Disziplin, wo macht Inverted Classroom Sinn? Und Inverted Classroom spielt dort insbesondere seinen Vorteil aus, wo es um den Erwerb höherwertiger Kompetenzen geht. Das heißt, in der Präsenzphase können die Studierenden diese Kompetenzen gemeinsam erwerben, indem sie sich gegenseitig helfen, unterstützen, gemeinsam arbeiten. Der Dozent, die Dozentin ist anwesend, kann Rückmeldung geben und so weiter. Und ja, wo immer das der Fall ist, und ich glaube, das ist relativ häufig der Fall, denn wenn man in die Modulhandbücher schaut, da ist es selten so, dass es nur um Verständnis geht oder so, sondern die Anwendung des Gelernten, Analysieren von neuen Situationen, Entscheidungen treffen oder Produkte erstellen, ist eben oft auch in den Modulhandbüchern vorgesehen. Und insofern glaube ich, ja, es ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, sich darüber Gedanken zu machen, ob in der Situation nicht Inverted Classroom eine geeignete Methode wäre.